Für viele ist er der schönste Platz der Welt. Am heutigen Sonntag ist er in jedem Fall mal der vollste Platz der Welt und derjenige, auf den die katholische Christenheit mit großer Spannung schaut. Seit den frühen Morgenstunden strömen zehntausende Menschen, gläubige Pilger, auf den Petersplatz. In der 20-jährigen Amtszeit machte er 104 Auslandsreisen. Er wollte die Botschaft Christi bis in die entferntesten Winkel der Erde tragen. Ein rastloser Missionar. 16. Oktober 1978. Die Wahl des Krakauer Erzbischofs Karol Wojtyła zum Papst ist eine Überraschung. Erstmals seit mehr als 450 Jahren sitzt kein Italiener auf dem Stuhl Petri. Bei der feierlichen Amtseinführung sagt er die berühmt gewordenen Worte: Habt keine Angst, die Tore weit für Christus zu öffnen, fürchtet euch nicht. Furchtlos ist Johannes Paul II. Im Kampf für die Freiheit der Menschen und gegen den Kommunismus. Bereits wenige Monate nach der Wahl besucht er erstmals sein Heimatland Polen. Die Bilder des leidenden Papstes sind in Erinnerung geblieben. Trotz fortschreitender Erkrankung und Alter, Johannes Paul II. Gibt nicht auf. Bis zum Schluss bleibt er ein unermüdlicher Kämpfer für die christliche Botschaft. Ein unermüdlicher Kämpfer für die christliche Botschaft, und heute prangt das große Heiligenbild sein Konterfei an der Fassade der Petersbasilika. Ein paar Meter weiter. Pause. Nur 4 Jahre und 7 Monate war Roncalli Papst und hat mit dem Konzil das. Das hat er für wahr, und auch er schaut heute 51 Jahre nach seinem Tod vom großen Heiligenbild, diesem heiligen Teppich, der schon bei seiner Seligsprechung im Jahre 2000 verwendet wurde, von der Fassade der Petersbasilika, um mal runterzuschalten auf den Petersplatz, zu Jürgen Erbacher, der polnische Pilger bei sich hat. Jürgen. Genau, es sind ja sehr viele Polen hierher gekommen, über 1700 Busse, es gab 58 Charterflüge, 5 Sonderzüge, und da ist auch Czirbek Szumski mit dabei. Er hat Johannes Paul II. In Polen erlebt. Was bedeutet Johannes Paul II. Für die Polen? Insgesamt sind 1000 Bischöfe anwesend, etwa 150 Kardinäle nach offiziellen Vatikanangaben, die vor allem links des Altares Platz genommen haben und von dort aus diese Messe zelebrieren. Und nicht zu vergessen, auch der emeritierte Papst Benedikt, den wir vorhin schon gesehen haben, von hier ist mit dabei. Oben weiter und blicken auf diesen Gottesdienst, der gleich am Beginn im Prinzip mit der Heiligsprechungszeremonie beginnen wird. Der Präfekt der Selig- und Heiligsprechungskongregation, Kardinal Angelo Amato, wird, wie es Pater Max gerade schon erklärt hat, 3-mal Papst Franziskus um die Heiligsprechung dieser beiden Päpste bitten, in der sogenannten Petitio. Der Papst wird dem natürlich stattgeben, und dann werden Reliquien dieser beiden Päpste zum Altar getragen. Die aus dem Petersdom herauskommen. Die liturgische Farbe heute ist weiß, es ist ein Zeichen der großen Freude, es ist ein Fest, das heute gefeiert wird. Hier sind eine ganze Reihe von Kardinälen aus der Ost- und auch der Westkirche. Dieses Kirchen, eben gerade haben wir zum Beispiel Kardinal Annenschery gesehen oder auch das Oberhaupt der syro-malankarischen Kirche. Totunkal heißt er. Vielleicht etwas zu diesem Sonntag heute. Es ist ja der Weiße Sonntag. Das ist der erste Sonntag nach dem Osterfest. Und rechts hinter ihm der päpstliche Zeremonienmeister Marini. Besonderheit auch in diesem Gottesdienst.
Papst Franziskus trägt heute den Bischofsstab von Johannes Paul II., ihm zu Ehren. Er hat ansonsten einen etwas einfacheren Bischofsstab. Zuletzt hat man ihm einen Stab aus Olivenholz gegeben. Aber heute zur Ehre von Johannes Paul II. Nimmt er diese sogenannte Ferula von Johannes Paul II. Und die Kardinäle freuen sich, dass Papst Benedikt XVI. Dabei ist und begrüßen ihn sehr herzlich. Für unsere Freunde aus Köln. Ich darf nochmal aufgreifen, was die Frau Peters vorhin gesagt haben mit der Allerheiligen-Litanei. Ich finde das auch sehr schön, dass das als Einzugsgesang ausgewählt wurde, weil es deutlich macht, dass Kirche eben eine Gemeinschaft der Heiligen ist, jedenfalls in den Augen des Glaubens. Und zwar aus denen, die im Himmel sind und denen, die auf Erden sind. Und das Schöne eigentlich an Johannes Paul II. Ist, viele haben ihn gesehen, erlebt, sind ihm begegnet und haben einen Heiligen gekannt. So hat es auch Kardinal Civic vor ein paar Tagen gesagt. Und daran erinnert uns dieser Gesang, dass wir in dieser Gemeinschaft immer Gottesdienst feiern. Und er wird jetzt eröffnet mit dem Gesang zum Eingang, der Antiphon quasi modo geniti infantis. Die neugeborenen Kinder verlangt nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst und das Heil erlangt. Wir sehen, wie Papst Franziskus inzensiert, also mit Weihrauch, den Altar ehrt und auch die Osterkerze, die wir eben gerade gesehen haben. Wir sind in der Osterzeit. Die Osterkerze, sie ist das Symbol für das neue Leben, das in Christus an Ostern Gott geschenkt hat. Papst eröffnet jetzt gleich den Gottesdienst mit dem Kreuz, der Antiphon, und dann wird gleich der Präfekt der Glaubens- und Seligsprechungskongregation, Kardinal Angelo Amato, die erste Petition, das heißt die erste Bitte um Heiligsprechung aufsprechen. Es wird dann 3 davon geben. Aber er macht zunächst noch einen Abstecher zu Benedikt XVI. Als Zeichen, dass die beiden Päpste sich wirklich gut. Patris et Filii et Spiritus Sanctus. Pax vobis. Die Petitio von Kardinal Angelo Amato wird auf Latein vorgetragen. Viatis
Missile Pater, instanter postulat Sancta Mater Ecclesia. Die heilige Mutterkirche bittet eure Heiligkeit eindringlich darum, die seligen Johannes 23. und Johannes Paul II. In das Verzeichnis der Heiligen aufzunehmen und vor allen Christgläubigen als Heilige öffentlich bekannt zu machen. Brüder und Schwestern, wir wollen unseren Bitten durch Jesus Christus vor Gott, den allmächtigen Vater, tragen, damit auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau Maria und aller seiner Heiligen das, was wir nun feierlich zu vollziehen beginnen, durch seine Gnade unterstütze. Herr, wir bitten dich, nimm die Bitten deines Volkes gnädig an, damit das, was wir nun durch unseren Dienst vollziehen, dein Wohlgefallen finde und deine Kirche voranbringe, durch Christus, unseren Herrn. Die zweite Bitte. Heiliger Vater, durch einmütiges Gebet gestärkt, bittet die Heilige Kirche noch eindringlicher darum, dass eure Heiligkeit diese ihre auserwählten Söhne in das Verzeichnis der Heiligen aufnehmen möge. Lasst uns also den lebendig machenden Geist anrufen, auf dass er unseren Geist und Sinn erleuchte und dass der Herr Jesus Christus nicht zulasse, dass es seine Kirche in einer so wichtigen Angelegenheit irrt. Und nun singt die Gemeinde den Hymnus, komm Schöpfergeist, kehr bei uns ein. Es wird der Heilige Geist herabgerufen, um in dieser wichtigen Frage nicht einen Irrtum zu gehen, sondern in der Wahrheit zu sein. Das ist das, was der Glaube der Kirche bekennt. Zünd an in uns des Lichtes Schein, gieß Liebe in die Herzen. Heiliger Vater, im Vertrauen auf die Verheißung des Herrn, den Geist der Wahrheit auf seine Kirche herabzusenden, damit das oberste Lehramt sie zu jeder Zeit vor Irrtümern bewahrt, bittet die Heilige Kirche eure Heiligkeit eindringlichst, diese ihre Auserwählten in das Verzeichnis der Heiligen aufzunehmen. Was jetzt kommt, ist die offizielle Formel der Aufnahme. Zur Ehre der allerheiligsten Dreifaltigkeit, zum Ruhm des katholischen Glaubens und zur Vertiefung des christlichen Lebens bestimmen wir und legen Kraft der Autorität unseres Herrn Jesus Christus, der heiligen Apostel Petrus und Paulus, sowie Kraft unserer apostolischen Autorität nach reiflicher Überlegung, intensivem Gebet, um göttlichen Beistand und auf den Rat vieler unserer Brüder im Bischofsamt hin fest, dass die Seligen
et Johannem Paulum II. Johannes der 23. und Johannes Paul II. Heilige sind. Wir nehmen sie in das Verzeichnis der Heiligen auf. Wir setzen fest, dass sie in der ganzen Kirche in frommer Andacht als Heilige verehrt werden sollen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Mit ihren feierlichen Armen bringt die Gemeinde ihre Zustimmung. Johannes Paul II., der neue Heilige der katholischen Kirche, mit einem verschmitzten Lächeln, wie man es vor allem aus seiner ersten Zeit gekannt hat. Und diese Luftballon-Ensemble, das man immer gesehen hat, da stand drauf Deo Gratias, Gott sei Dank für die Heiligsprechung. Und der zweite neue Heilige, Johannes der 23. Es werden jetzt die Reliquien der neuen Heiligen mit Kerzen zum Altar gebracht und dort aufgestellt. Heiligen auch in ihren Reliquien erwiesen wird, zeigt sich eben auch darin. Es ist so, dass man jetzt hier zum Beispiel sieht, wie eben diese eine Reliquie des Johannes des 23. von einem Priester aus dem Bistum Bergamo dem Papst gebracht wird, der es mit einem Kuss verehrt. Wurde auf die Fürsprache von Johannes Paul II. Sie hatte ein Hirnaneurysma und auf für die Ärzte unerklärliche Weise war sie davon geheilt worden. Das war das zweite Wunder, was im Rahmen eines Heilsprechens. Die Schola singt jetzt den Gesang Jubilate Deo. Jauchzet Gott, singt Gott dem Herrn, singt dem Herrn. Ihr Gerechten, jubelt vor dem Herrn, für die Frommen ziemt es sich Gott zu loben. Singt ihm ein neues Lied, greift voll in die Saiten und jubelt laut. Reliquien werden heute immer noch beendet und der Gottesdienst geht weiter im Rahmen der Liturgie mit dem Gloria.